Hilft CBD bei chronischen Schmerzen und gibt es Studien dazu, die das Ganze überhaupt belegen? Ja, hallo meine lieben GeoLebenTV, zu sehr schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Ja, es gibt so einiges über CBD und wofür es überall gut ist, wo es überall wirkt und hilft, vor allem aber auch bei chronischen Schmerzen. Und diesbezüglich fragen mich auch immer wieder Menschen, die leider Gottes sehr schwer erkrankt sind, ob bei Ihnen auch bei Ihren Schmerzen CBD helfen könnte. Natürlich könnte ich dann loströten und sagen, natürlich hilft es, logisch, es hilft bei jedem und bei jeder und es hilft bei jeder Krankheit, sei sie noch so schwer. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass ich das so nicht mache, weil ich einfach finde, dass sich ein jeder von sich aus überzeugen und entscheiden soll und vor allem auch rantasten, selber die Entscheidung zu treffen, selbstverantwortlich. Eben auch nach dem Motto dann, probieren geht einfach auch mal über studieren. Meine Erfahrungen und Erfahrungen vieler anderer Anwender auf jeden Fall zeigen, dass es bei chronischen Schmerzen auf jeden Fall helfen kann, dass hier CBD auf jeden Fall immer wieder wunderbare Dienste leistet. Doch ist das Ganze auch wissenschaftlich belegt, ja, wie es für viele auch immer wieder wichtig ist, gibt es neben den sogenannten Erfahrungsberichten auch Studien, die eben die Wirkung belegen? Machen wir mal ein großes Fragezeichen. Doch du weißt, die wichtigen Sachen erfährst du wie immer nach dem Intro. Ja, hallo, hier bin ich wieder, euer Geo Sixt von GeoLebenTV und bewusst gesund bei Geo. Ja, auf jeden Fall ist es mal wichtig, dass wir anfänglich zwischen chronischen und akutem Schmerz unterscheiden. Der akute Schmerz ist natürlich vorwiegend mal ein Alarmzeichen. Aua, ich habe mir den Kopf angeschmissen, mich hat's hingehauen beim Skifahren, mich hat's zerlegt, habe mir den Fuß verdreht, die Hand umgeknackst oder was auch immer. Und der Schmerz ist dann natürlich ein Alarm, da hinzuschauen, ich könnte mir die Hand gebrochen haben oder eben auch beim Ofen, wenn der eingeschaltet ist, ich tippe mit dem Finger drauf und wenn ich kein Schmerzempfinden hätte, würde ich nichts spüren. In der Zwischenzeit fängt der Finger gemütlich zum Rauchen an, die Haut kräuselt sich auch schon runter und ich merke es gar nicht, weil ich kein Schmerzempfinden habe. Also diesbezüglich ist es gut, dass wir einfach auch mal Schmerz einfach auch wahrnehmen. Das andere ist halt eben dann der lang andauernde oder der chronische Schmerz, der sich über längere Zeiträume bis zu sehr langen Zeiträumen einfach auch hinzieht. Und da ist es natürlich auch ein bisschen was anders, außer wir haben diesen berüchtigten Phantomschmerz. Doch das ist ein bisschen eine andere Geschichte. Doch in dem Fall beim chronischen Schmerz ist es dann einfach auch so, dass man die Ursache hier natürlich mal nicht wegbringt, weil sonst hätte man natürlich ja halt den Schmerz auch nicht. Ja? Und wie bei einer schweren Krankheit, wie Krebs zum Beispiel oder eben auch Gelenkknochen oder eben auch Kopfschmerzen, nur um einfach hier mal die häufigsten Ursachen von chronischen Schmerzen zu nennen. Aber nicht nur auch körperliche Symptome, sondern auch psychische Ursachen können verantwortlich für chronische Schmerzen sein. Und umgekehrt ist es natürlich auch möglich, dass man psychisch angeschlagen wird oder ist, wenn man einfach auch dauerhaft über längere oder einen langen Zeitraum physischen Schmerz verspürt, kann man sich auch gut vorstellen, wenn es jahrelang schmerzt, dass man dann irgendwann auch mal die Nerven wegschmeißt. Ja, schlussendlich haben wir auch in dem Video, das ich vor 2 Wochen rausgebracht habe, über psychischen Stress und den körperlichen Symptomen und Krankheiten erfahren, was psychische Belastung auf der körperlichen Ebene einfach auch auslösen kann. Also diesbezüglich, wer das Video noch nicht gesehen hat, würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, sich das noch anzuschauen. Ja, und deshalb ist es jetzt auch ganz besonders wichtig, dass wir uns jetzt auch mal die Möglichkeit ansehen, wie wir quasi den chronischen Schmerz oder ob wir den chronischen Schmerz vor allem bei schweren Krankheiten therapieren können. Warum könnte also CBD bei chronischen Schmerzen wirken? Wieder mal ein großes Fragezeichen. Erfolgsberichte diesbezüglich gibt es ja sehr viele. Kommen wir aber gleich zum Kernpunkt, warum eben laut Studien CBD eben auch hilft
bei chronischen Schmerzen. Ja, das passiert deswegen, weil eben durch die beruhigende Wirkung von CBD auf das Nervensystem und dann das Eindämmen der Glutamatbildung in den Nervenzellen, dadurch wird das Transportieren von Schmerzübertragung, also von Schmerzsendungen, geblockt bzw. stark eingedämmt. Als erstes haben wir hier einfach mal gleich eine Metastudie, also mehr oder weniger eine Bewertung von 24 Studien, die im Jahr 2015 durchgeführt wurde, wovon dann eben 13 Studien verwendet wurden und bei denen die Wirkung von CBD bei neuropathischen, also bei Nervenschmerzen mit nicht krebsartiger Ursache gecheckt wurde, mit folgender Schlussfolgerung. Auf Cannabis basierende medizinische Extrakte, die in verschiedenen Populationen von Patienten mit chronischen, nicht malignen, also nicht krebsartigen neuropathischen Schmerzen verwendet werden, können unter Bedingungen, die auf andere Behandlungen nicht ansprechen, eine wirksame Analgesie, also Schmerzreduzierung, bewirken. Ja, also hier die klare Schlussfolgerung, CBD wirkt schmerzlindernd. Eine weitere Metastudie aus dem Jahr 2007 besagt, dass bei neuropathischen Schmerzen bei MS-Patienten das CBD-Öl ebenso wirkt und eine weitere Rezension, also Bewertung aus dem Jahre 2007 besagt weiter, dass gerade Menschen mit MS, Arteriosklerose, neuropathischen Schmerzen und auch bei schweren Krebserkrankungen CBD für eine klar bessere Schlafqualität sorgt, was einerseits der beruhigenden Wirkung, sowohl aber auch der schmerzlindernden Wirkung zuzuschreiben ist. Ja, also hier ein ganz klarer, eindeutiger Beleg, dass es sehr wohl Sinn macht, wenn man leider an Krebs erkrankt ist, hier auch CBD auszuprobieren, hier CBD einzunehmen. Ja, und in einer sehr interessanten Studie wurden die Nebenwirkungen der Chemotherapie durch das Mittel Paclitaxel induzierte Neuropathie deutlich herabgesetzt. Bei weiblichen Mäusen reduzierte Cannabidiol die Paclitaxel induzierte Neuropathie, also das Krebsmittel hat die Neuropathie oder löst in dem Fall die Neuropathie aus. Und Neuropathie ist eine potenziell schwerwiegende Komplikation, die Patienten daran hindern kann, ihre empfohlene Chemotherapie vollständig zu erhalten. Ja, Paclitaxel, das üblicherweise eben bei der Behandlung von fortgeschrittenem Brust- oder Eierstockkrebs angewendet wird, kann eben Neuropathie oder Nervenschäden verursachen und zu Symptomen wie Schmerzen, Taubheitsgefühl oder auch Kribbeln führen. Und in der Studie wurden männliche und weibliche Mäuse mit Paclitaxel behandelt und auf Anzeichen einer Neuropathie überwacht. Ja. Die Ergebnisse zeigten dann, dass Paclitaxel hauptsächlich bei weiblichen Mäusen abnormale Schmerzreaktionen hervorruft. Also genau gerade die Weibchen hatten wesentlich größere Schmerzen durch das Mittel. Jedoch, wie schon gesagt, die Symptome durch die Neuropathie wurden durch CBD deutlich herabgesetzt. Ja, meine lieben Zuseher, um noch einmal auf die Frage zu kommen, hilft CBD bei Schmerzen, vor allem auch bei schweren Krankheiten wie Krebs und ähnlichen? Studien belegen es auf jeden Fall, wie wir gehört haben, ja, so ist es halt. Und das waren einfach mal ein paar Beispiele, die zeigen, dass der Wirkstoff CBD auch wissenschaftlich meist randomisiert, doppelblind und placebo kontrolliert, also im Goldstandard erforscht wird und die oft sehr viel gepriesene Wirkung wissenschaftlich auch nachgewiesen ist. Ja. Trotz alledem wird ein jeder selbst herausfinden müssen, ob CBD die Schmerzen bei sich selbst lindert oder auch ganz abstellt. Ihr wisst eben, ein Spruch, probieren geht über studieren. Auch Studien sind einfach auch geduldig und auch diese können nie eine hundertprozentige Sicherheit abgeben. Das ist halt einfach mal so. Und in dem Sinne, schaut auf euch, lasst mir einen oder mehrere Daumen hoch da. Schaut auf meine Homepage, bewusstgesund-geosix-lebensmut.at. Hier werde ich euch einige Studien, die ich hier kurz vorgestellt habe, einfach
bereitstellen und ihr könnt euch die dann selber in Ruhe einfach auch durchsehen. Schaut auch auf meine Seite, hier gibt es ganz, ganz viele Informationen und noch ein paar andere Videos zum Thema CBD-Öl. Ja, in dem Sinne, ich habe euch lieb, wir sehen uns beim nächsten Video. Baba, ciao, tschüss und servus, bis zum nächsten Mal.